übertrieben ist, Sydney. Ich bin echt überrascht, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Format von KW, What Happens When. In dem Format wollen wir euch zeigen, was passiert eigentlich, wenn das Fahrwerk nicht astrein arbeiten kann. Ich meine, so ein Fahrwerk ist ja echt mit das Wichtigste am Auto. Ich meine, nach dem Reifen kommt direkt das Fahrwerk und gibt die Stöße in die Karosse. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann fährst du nicht. Erste Folge geht es um das KW Leveling. Das ist ein Fahrwerk, was Performance, Komfort und Sicherheit vereint. Und ich meine, es ist alltagstauglich, weil du bist auf der normalen Höhe, wie ihr hier seht. Und du kannst es individuell auf deine Fahrkünste, auf dein Bedürfnis einstellen. Und das ist das Gute daran, weil letztendlich kommt es darauf an, ich möchte sicher und individuell mit meinem Fahrwerk wie eine Einheit über die Straße fahren. Schön, oder? Und wie es aussieht, wenn das Fahrwerk nicht optimal eingestellt ist, wie hier beim Leveling, das sehen wir jetzt sehr ungemütlich. Leider sehen wir das Fahrwerk nicht, weil es ist ja hinter dem Rad, weil es ist an sich ein schönes Bauteil. Weil man kann mal so durchluren, da sieht man den Dämpfer und die gelbe Feder, schon mal ein gutes Zeichen. Aber wenn man sich vorstellt, was das für eine Arbeit leistet, das Fahrwerk, jede Bewegung im Auto geht über das Fahrwerk. Und deswegen gucken wir uns mal das Fahrwerk in Einzel, also im Detail an. Und das ist wirklich spannend. Schaut her. Wir haben den Dämpfer mal ausgebaut, damit ihr ihn voller Pracht seht. Ich meine, was ist eigentlich die Aufgabe eines Fahrwerks? Das Fahrwerk absorbiert Unebenheiten der Straße und verringert die Stöße, die einfach durch Bodenwellen kommen. Ein Schlagloch. Wenn wir kein Fahrwerk hätten, dann würde es direkt in die Karosse gehen und es wäre unfahrbar und wir hätten keine Sicherheit. Im besten Fall haben wir 100% Traktion. Das heißt, der Reifen bzw. die Felge ist immer im Bodenkontakt. Und das ist die Aufgabe des Fahrwerks. Es gibt Gewindefahrwerke, es gibt Sportfahrwerke, es gibt Luftfahrwerke, es gibt elektronisch verstellbare und auch nicht einstellbare. Sie bestehen hauptsächlich aus drei Baugruppen. Ein Dämpfer, eine Feder und ein Domlager. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Du fährst durch ein Schlagloch. Da kommt natürlich ein Stoß zustande. Dieser Stoß wird von der Feder aufgenommen. Die geht zusammen. Jetzt will sie natürlich sich auch wieder entlasten. Und wenn du keinen Dämpfer hättest, würde sie das unkontrolliert machen. Und das würde wieder unheimlich viel Bewegung und Unruhe ins Auto bringen. Das macht der Dämpfer, der kontrolliert das Ganze. Die Restenergie geht ins Domlager, das ist Gummi gelagert. Und das entkoppelt die Karosse von diesem ganzen Prozess. Das heißt, im besten Falle bekommt der Fahrer keinen richtigen Schlag ab, sondern einfach nur ein Feedback, was auf der Straße passiert. Ihr fragt euch zu Recht, wieso soll ich denn in meinem nahezu neuen Wagen ein KW-Fahrwerk einbauen? Es liegt daran, der Hersteller muss ein sehr breites Spektrum abdecken. Das heißt, er muss gewährleisten, dass der Fahranfänger bis zum Profi mit dem Fahrwerk klarkommt. Und mit dem KW-Fahrwerk kannst du situativ und individuell das Fahrwerk einstellen für den jeweiligen Fahrer. Aber Optik ist auch ein wichtiger Punkt, zumindest bei mir. Im BMW haben wir das Leveling-Fahrwerk verbaut. Das Leveling-Fahrwerk ist ein Alltagsfahrwerk und kein Tuning-Fahrwerk. Das heißt, wir fahren auf Serienhöhe, weil vielleicht ist der ein oder andere mit der Serienhöhe echt zufrieden, weil man kann komfortabel über einen Speedbumper fahren, wie auch immer. Aber man möchte die Vorteile des KW-Fahrwerks haben. Das heißt, man möchte komfortabel, man möchte sicher und man möchte sportlich unterwegs sein. Und das bei voller Einstellbarkeit. Ich meine, man muss ja auch vor Augen halten, das ist Edelstahl, ja? Das hält einfach länger als einfach ein serienmäßiges Stahlfahrwerk. Nach so viel Theorie kommt jetzt natürlich Action. Und dafür haben wir eine Teststrecke vorbereitet. Die hat alle Begebenheiten, die wir brauchen für einen Fahrwerkstest. Wir haben einen Slalomparcours. Wir haben
Bodenwellen, wir haben Schlaglöcher, wir haben Asphalt, wir haben einfach alles dabei. Und jetzt wird spannend, wir gehen in die Testrunde. Was wir natürlich jetzt wirklich haben, sind verschiedene Begebenheiten hier. Und man merkt direkt, wie das Fahrwerk die Wellen schluckt. Das heißt, natürlich bleibt die Welle erhalten, die Bodenwelle, aber es wird gedämpft. Wenn man jetzt von der Feder her sieht, die möchte ja total rausspringen und der Dämpfer tut seinen Job. Und ihr merkt es, ne? Und dämpft das Ganze, wie es sein muss. Jetzt haben wir hier eine richtige Kante. Da muss ich ein bisschen langsam drüber fahren. Und dann merkst du, wie der Dämpfer direkt das aufnimmt. Und auch an der Hinterachse. Merkt er, es fällt nicht runter. Und das ist halt das, was manchmal beim Serienfahrwerk passiert. Es fällt einfach runter und dann hat man dieses mechanische Geräusch, dieses harte BAM. Und das hast du hier nicht. So, jetzt in den sportlichen Bereich. Wenn du überlegst, wie du jetzt hier in Slalom fährst. Ein bisschen über die Vorderachse schiebt er, aber das hat mit meiner Lenkung zu tun. Jetzt hast du hier nochmal so ein richtig... Also, ich kann euch sagen, als ich die Strecke zu Fuß durchgegangen bin, hatte ich wirklich Bedenken, ob der Dreier hier das mit dem Leveling-Fahrwerk, ob das wirklich so harmonisch zu fahren ist, wie es hier gerade passiert. Weil du fährst hier rüber einfach. Ich bin echt positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es liegt natürlich auch daran, dass wir keine Tieferlegung haben. Das heißt, wir sind hier wirklich in Serienhöhe sind wir unterwegs. Und das guckt es an, wie schnell das hier geht. So, allein wie es jetzt fällt. So, du fährst auf das Schlagloch zu. Und normalerweise würdest du jetzt denken, jetzt fällt es einfach runter. Tut es nicht. Tut es einfach nicht. Du hast immer eine optimale Traktion. Als Zwischenfazit kann ich euch mitgeben, dass ich positiv überrascht bin. Nicht, weil ich nicht an die Fahrwerksoptimierung von KW Suspension glaube, um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Aber man sieht hier die Begebenheiten und man sieht diese Fräskanten, die unterschiedlichen Untergründe und dann denkt man sich, ach du meine Güte, das muss richtig arbeiten, es muss einen großen Arbeitsbereich haben und es muss natürlich dementsprechend, wenn die Feder arbeitet, dann muss der Dämpfer natürlich gegenarbeiten. Das heißt, es hat wirklich viel zu tun und ich find's super. Ich bin nicht einmal auf Stoß gekommen. Ich habe nicht einmal, ist es, dass es durchgeschlagen hat. Ich fahre noch eine Runde. Hier kannst du jetzt auch ein bisschen zügiger fahren, merkst du? Ja. Also es wird einfach viel direkter. Es wird definitiv direkter. Er will direkt quer gehen. Ich meine, du musst einfach nur einen Lastenwechsel geben. Wir fahren nicht mehr durch den Slalom, sondern wir fahren jetzt rechts dran vorbei und werden bremsen. Wichtige Aufgabe beim Fahrwerk, das Einlegmoment. Ich bin gespannt. So.
Und jetzt muss man sich überlegen, wir haben hier einen Untergrund, wir sind hier auf Gravel, wir sind hier auf Geröll unterwegs und dafür bremst er perfekt. Mega, ich bin echt überrascht, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin positiv überrascht. Wahnsinn, also der große Arbeitsbereich beim Leveling-Fahrwerk ist einfach perfekt. Vor allen Dingen für diesen, ich sag mal, unterschiedlichen Untergründen und für diese Dehnungsfugen bzw. Fräskanten, die wir hier haben. Perfekt, also 100% alltagstauglich. Aber es gibt natürlich auch Fälle, da geht das alles nicht so glimpflich. Seht selber. Okay, dann fällst du, das ist alles. Jetzt lief es ja richtig gut. Das heißt, Auto ist heile, wir sind alle wohlauf, alles gut. Aber ich habe euch versprochen, wir versuchen jetzt richtig, wie funktioniert es, wenn es nicht optimal läuft. Und ich wollte das mit dem BMW machen. KfW hat gesagt, ist nicht. Weil es könnte ja wirklich zu irgendwelchen Schäden kommen. Ja? Ich habe für euch jetzt diese zwei Raketen besorgt. Diese zwei Polos werden jetzt hinhalten müssen. Das heißt, diese Experimente, die werden heiß hergehen. Aber wir müssen auch die Autos modifizieren. Wir müssen halt die Fahrwerke dementsprechend modifizieren. Zum Beispiel mit einer kürzeren Feder. Vielleicht schweißen wir auch die Kolbenstange an. You never know. Also es wird wirklich, wirklich, wirklich tricky. Ich hoffe, ich komme heile da raus. Bin guter Dinge. Aber jetzt erstmal ab in die Werkstatt, um die Autos zu modifizieren. Gesagt, getan, wir sind in der Werkstatt und als erste Amtshandlung werden wir das Fahrwerk ersetzen gegen das Originale. Ich meine, man sieht natürlich schon den groben Unterschied. Ne? Und das Erste, was wir machen und als Experiment eröffnen, ist, dass wir die Dämpferkennlinie auf ganz weich stellen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich meine, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr meint, was passiert. Ja, und dann sage ich schon mal ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach mal ein Like hier und kommentiert, wenn ihr noch andere Einfälle habt. Bis dahin, tschüss, viel Spaß. Eieieiei. Aber es macht echt laut, Jo. Es macht echt laut.